Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie ihr sehen könnt, sitze ich wieder in meinem altbekannten Sessel und ich habe heute ein kleines Zeitfenster bekommen, um ja dieses Video drehen zu können und das freut mich natürlich sehr und ich hoffe es natürlich auch, dass es euch freut, dass ihr mich quasi wieder frontal vor der Kamera seht und ich nicht quasi hinter der Kamera verschwinde und so über die Bücher zu reden. Aber heute möchte ich euch ja eigentlich nur ein Buch vorstellen und dem einen oder anderen wird es durch die anderen Videos bereits bekannt vorkommen, da ich ein paar Worte da schon verloren habe. Ich aber sehr gern noch genauer darauf eingehen möchte, weil ich der Meinung bin, dass dieses Buch es eigentlich verdient hätte, ja, dass man mehr darüber, dass mehr darüber gesprochen wird und mehr in die Kamera gehalten wird oder mehr gezeigt wird. So, das waren jetzt ganz viele Words, aber nicht weiter geht's. Ich möchte euch heute den wunderbaren Roman Kafka und Felice von der Autorin Uta Hirner vorstellen. Dieser Roman ist im August 2017 im Ebersbach und Simon Verlag erschienen und hat insgesamt 332 Seiten, was die Seitenanzahl sehr angenehm macht, wie ich finde. Ich habe dieses Buch auf der Leipziger Buchmesse entdeckt und zwar im Jahre 2018, wie der ein oder andere sich jetzt denken konnte, denn ich habe es in meiner ersten Etappe meiner Superbau-Challenge gezogen und entsprechend auch gelesen. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich mittlerweile sehr, sehr froh bin, dass ich es jetzt endlich gelesen habe, weil für mich ist es, um das vorweg zu sagen, tatsächlich ein Jahreshighlight, beziehungsweise es zählt zu meinen Jahreshighlights 2020. Aber um was geht es? Felice Bauer und Franz Kafka lernen sich im Jahre 1912 bei einem Abendbrot bzw. bei einem Dinner bei Bekannten von Felice Bauer kennen. Felice Bauer ist in Prag zu Besuch und Franz Kafka kommt ganz spontan zu diesem Dinner hinzu, was ja Felice tatsächlich etwas ja, am Anfang suspekt ist, weil im Jahre 1912 kommt man eigentlich tatsächlich nicht spontan zum Dinner hinzu, sondern folgt natürlich ja, Einladungen oder einer Einladung, die man bekommen hat. Aber wie so Franz Kafka eben so ist, kommt er eben ganz spontan vorbei. Sie sind sich ansonsten sehr, sehr sympathisch und knüpfen an diesem Abend auch bereits ungezwungene Zukunftspläne. Ja, der Abend vergeht, Franz Kafka und Felice Bauer ja, gehen auseinander und nach einiger Zeit ja, schreibt Franz Kafka ja den ersten Brief und dann beginnt eine sehr, sehr lange Brieffreundschaft und es entsteht auch tatsächlich ja über diese Brieffreundschaft eine ja erste Liebe zwischen den beiden und mehr möchte ich gar nicht von wegnehmen, weil ihr sollt das Buch ja natürlich auch noch ebenfalls entdecken können. Wer Franz Kafkas Biografie kennt, wird natürlich ja, den Inhalt des Buches so ein bisschen erahnen können, weil hier ist die Brieffreundschaft, die tatsächliche Brieffreundschaft zwischen Felice Bauer und Franz Kafka von der Autorin Uta Hirner verarbeitet worden. Das ist auch das Besondere an diesem Buch, dass es sich hier tatsächlich um eine wahre Begebenheit handelt und Uta Hirner die Briefe zwischen den beiden verarbeitet hat auf eine sehr, sehr angenehme Art und Weise. Man kann sich das jetzt nicht so vorstellen, dass wir hier die einzelnen Briefe lesen, weil das ist zum einen tatsächlich auch nicht möglich, weil die Briefe nur noch einseitig vorhanden sind. Wenn ich mich jetzt recht entsinne, sind Felice Bauers Briefe, also die sie von Franz Kafka erhalten hat, vorhanden. Ich glaube, dass Franz Kafkas die Briefe von Felice verbrannt hat, bin mir jetzt aber nicht mehr so sicher, aber auf jeden Fall waren jetzt nur noch die eine Seite der Briefe vorhanden. Und diese hat die Autorin hier verarbeitet und man liest ja so in den Text hinein Auszüge, was ich sehr, sehr angenehm finde und man hier nicht ja einen Brief nach dem anderen liest, sondern es auch noch in eine wunderbare Geschichte bzw. in einem wunderbaren Roman verpackt ist. Was meiner Meinung nach unter Hirner hier sehr, sehr gut gelungen ist. Natürlich haben wir hier auch, weil nicht alles überliefert werden kann, weil natürlich auch Gedanken nicht rekonstruiert werden können,
einen fiktionalen Anteil, den Unterhörner hier dazu strickt. Und auch der schmiegt sich sehr, sehr gut zu den Briefen zusammen. Also man hat schon das Gefühl, dass man hier tatsächlich eine Einheit liest, beziehungsweise das Fiktionale mit den tatsächlich Passierten passt sehr, sehr gut zusammen. Ich finde auch, dass Unterhörner es durch ihr sprachliches Geschick tatsächlich schafft, dass man das Gefühl hat, die ganze Zeit etwas Tatsächliches zu lesen. Man hat nie das Gefühl, dass Unterhörner sich etwas ausdenkt, etwas zu sehr ausspinnt. Sie ist schon im Realistischen geblieben und sie hat ein Gespür, die Gefühle von Felice Bauer einzufangen, zu verarbeiten, beziehungsweise was er sich gedacht hat oder was er sich hätte denken können bei den Briefen, wie sie damit umgegangen ist, aber auch die zeitlichen Geschehnisse, die passiert sind, hier ebenfalls mit einzuflochten. Unterhörner hat aus meiner Sicht einen sehr, sehr feinen, grazilen Schreibstil und ich hatte immer den Eindruck, dass jedes Wort, vor allen Dingen die, wo sie die Gefühle von Felice Bauer beschreibt, beziehungsweise wo sie in das Innere von Felice Bauer geht, sehr, sehr bedacht ist, was das Lesen sehr, sehr angenehm macht, meiner Meinung nach. Man hat das Gefühl, dass sie, ich will mal gerne sagen, dass sie sehr lieblich schreibt, aber das klingt, da habe ich so das Gefühl, dass das negativ gemeint sein, also dass das negativ rüberkommt, aber so meine ich es gar nicht, sondern das ist etwas, ja, wie so beginnender Frühling habe ich ihren Schreibstil für mich gefühlt. Ich habe den Schreibstil sehr, sehr gerne gemocht. Ich hatte das Gefühl, dass Unterhörner wirklich sehr, sehr bedacht ist mit den Gefühlen, die sie hier Felice Bauer gibt, weil sie natürlich diese Gefühle nur rekonstruieren kann und natürlich auch nicht wissen kann. Ich finde, dafür hat Unterhörner ein tatsächliches Talent dafür, das aufs Papier zu bringen, ein Gefühl für die Protagonistin zu bekommen, denn wir haben nur die Sicht von Felice Bauer. Diese ganze Freundschaft, diese ganze Liebe zwischen Kafka und Felice ist nur aus der Sicht von Felice Bauer beschrieben. Wir lernen zwar auch natürlich Franz Kafka kennen, wir lernen die Eltern von Felice kennen, wir lernen die Eltern von Kafka kennen und auch noch so ein paar Freunde. Aber nichtsdestotrotz bleiben wir immer aus der Sicht von Felice Bauer, was mir sehr, sehr gut gefallen hat und wir nicht hin und her gesprungen sind, wie das ja bei einem Briefwechsel oft der Fall ist, dass man hin und her springt, sondern wir bleiben tatsächlich bloß auf der Seite von Felice Bauer. Was mir ebenfalls sehr, sehr gut gefallen hat, war, dass Unterhörner Textpassagen aus den Briefen übernommen hat und der Briefcharakter dann doch nicht ganz verloren gegangen ist, was ihr sehr, sehr so gut gelungen ist und man wirklich das Gefühl hat, man ist einfach dabei, man beobachtet diese Freundschaft, wie sie sich entwickelt, welche Höhen und Tiefen sie hat und was so eine Brieffreundschaft einfach ausmacht, aber auch welche Nachteile sich ergeben. Und was mir ebenfalls sehr gut an dem Buch gefallen hat, war, dass Unterhörner es hier geschafft hat, neben dieser Brieffreundschaft oder generell neben dieser Freundschaft es auch geschafft hat, die Zeit zu beschreiben. Man hat hier tatsächlich ein Gefühl der Zeit bekommen. Sie hat hier eine Passage, ein Kapitel, da muss Felice auf eine Messe, auf eine Schreibwarenmesse, würde ich jetzt fast mal sagen, denn Felice arbeitet als Sekretärin, sage ich mal, das hieß anders, ich komme gerade nicht drauf, und diese Firma hat ein Gerät entwickelt, wo man quasi die Stimme aufnehmen kann, damit die Sekretärin es anschließend abtippen kann auf der Schreibmaschine, und dieses Gerät stellt sie auf dieser Messe vor. Das ist eigentlich gar nicht so das Interessante. Das Interessante ist eher, was für Erneuerungen 1912, ich weiß nicht, oder zu später war es dann halt, Anfang, 1912, 13, 14 war das, glaube ich, so irgendwann, und welche Neuerungen es gibt, welche Fortschritte es gibt, über was man erstaunt war, welche so Kleinigkeiten, die für uns heutzutage schon
ja, einfach selbstverständlich sind, vielleicht auch gar nicht mehr wegzudenken sind oder wir schon gar nicht mehr nutzen, wie zum Beispiel die Schreibmaschine. Was, ja, ich fand das sehr gut gelungen, wie sie da dieses Gefühl der Zeit auch noch hier in diesen Roman eingearbeitet hat. Natürlich haben wir dann auch noch andere Faktoren, wie wir befinden uns hier natürlich auch noch im Ersten Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg hat auch noch einen Einfluss auf die Brieffreundschaft der beiden. Aber man muss hier dazu sagen, falls ihr jetzt Angst habt, ah, jetzt liest man hier wieder über was über den Krieg. Nein, nicht direkt. Man liest hier tatsächlich nur über die Auswirkungen, also dass die Lebensmittel knapp wurden, dass die Briefe nicht mehr so schnell ja, übermittelt worden sind und ja, dass doch einige Zeit ja, vergangen ist, vergeht, dass die Briefe ankommen. Macht dieses Buch einfach tatsächlich zu einem sehr, sehr lebhaften Buch, ein Buch, was die Zeit wunderbar beschreibt, aber auch ein Buch, was die Brieffreundschaft von Kafka und Felice auf sehr, sehr angenehme Art und Weise beschreibt. Ich mag Franz Kafka sehr, sehr gerne. Das steht außer Frage. Nichtsdestotrotz bin ich sehr froh, dass dieses Buch nicht aus Sicht von Franz Kafka geschrieben wurde, sondern aus der Sicht von Felice. Ich finde, dass man doch schon einige Bücher über Franz Kafka hat und selten immer nur so über Randfiguren aus dem Leben von Franz Kafka. Und das hier bietet definitiv ein Buch, was ja mal einen anderen Blick auf ihn wirft. Und man lernt auch einen Kafka kennen. Franz Kafka eben kein literarischer, nicht nur ein literarischer Künstler ist, sondern eben auch nur ein Mensch, der Bedürfnisse hat und der sich vielleicht das ein oder andere Mal doch zu wichtig nimmt und ja die Menschen um einen herum ja ein bisschen vergisst. Und das finde ich sehr, sehr angenehm, dass Unterhörner hier auch nochmal einen anderen Blick auf Franz Kafka geworfen hat und ja, wie er so mit anderen Menschen umgeht. Das finde ich sehr, sehr interessant. Und genau die ganzen Punkte, und auch weil ich einfach keinen Kritikpunkt habe an dem Buch, weil es für mich einfach ja ein Highlight war, es zu lesen, ist es auch für mich ein Jahreshighlight 2020, was ich hier in der Hand habe. Und ich bin mir zu 100%ig sicher, dass ich dieses Buch auch nochmal lesen werde, weil ich kann mir vorstellen, ja, dass das zweite Lesen tatsächlich nochmal sehr, sehr anders wird. Auch nochmal ein anderes Gefühl für einen aufkommen lässt, einfach weil man es ja schon so ein bisschen kennt und vielleicht nochmal auf die Feinheiten drauf achten kann, mehr achten kann und man dieses Buch einfach nochmal eintauchen kann und vor allen Dingen auch in diese Zeit nochmal eintauchen kann. Zum Schluss bleibt mir nur noch zu sagen, wenn ihr dieses Buch im Buchhandel seht oder ihr es irgendwo gebraucht bekommt, schaut es euch definitiv an. Ich kann es euch nur empfehlen zu lesen. Es war für mich ein absolutes Vergnügen. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Und ich kann auch nicht so oft genug sagen, dass ihr ja, es unbedingt lesen sollt, dass ihr darüber sprechen solltet, bringt es hinaus in die Welt, weil, wie gesagt, es war für mich ein Jahreshighlight. Ansonsten bleibt es mir nur noch zu sagen, dass ich mich darüber freuen würde, wenn wir uns austauschen könnten, wenn ihr das Buch vielleicht schon gelesen haben solltet. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schöne Lesestunden und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, tschüss!